werden gekeult. Domian, der Telefontalk im WDR Fernsehen. 0800 220 5050. Domian. Anrufen und reden. 0800 220 5050. Ja, ihr Lieben, willkommen bei Domian. Willkommen zu einer früheren Sendezeit, jetzt immer donnerstags. Und auch willkommen aus einem neuen Studio, jetzt auch immer donnerstags. Ansonsten aber bleibt hier bei uns alles wie gewohnt aus der Nacht. Das hier ist eine Telefon-Talkshow und ihr könnt mich anrufen, hier live in der Sendung, live in der Nacht, und euch mit mir über alles Mögliche und auch alles Unmögliche unterhalten. Die Telefonnummer 0800 220 5050 oder ihr könnt auch faxen unter 0800 220 50 51 oder ihr könnt auch mailen. Und wenn ihr mailt, bitte nicht vergessen, eure Telefonnummer draufzuschreiben, damit wir euch dann auch so schnell wie möglich zurückrufen können. Also wir haben eine freie Themensendung. Eine freie Themensendung heißt, dass ihr euch wirklich mit allen Themen, mit allen Anliegen hier bei mir melden könnt. Und wir können darüber reden, wir können darüber plaudern, wir können darüber streiten, wie auch immer. Jetzt bin ich gespannt auf die erste Anruferin heute Nacht. Das ist die Susanne. Und Susanne ist 23 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, guten Morgen noch nicht so ganz. Guten Abend eher, ne? Ja, oder guten Abend. Hallo Susanne. Um was geht's bei dir? Ja, und zwar rufe ich eigentlich wegen dem Thema von gestern an. Ja. Und zwar, ich bin Prostituierte und das weiß keiner. Und das würde auch nie jemand von mir denken. Also unser Thema gestern in der Nacht war, das weiß niemand von mir. Das würde auch niemand von mir denken. Genau, das war das Thema. Du bist Prostituierte. Genau. Seit wann schon? Ich habe angefangen mit circa 18,5. Ja, und dann bis jetzt. Jetzt bin ich 23. Ja. Ja, fast 5,5 Jahre. Wie ist es damals dazu gekommen? Das sind ja nun schon einige Jahre her. Wie bist du in dieses Milieu, in diesen Job reingekommen? Ja, ich weiß gar nicht, damals eine Bekannte hatte mir das erzählt gehabt, dass sie da arbeitet und dass man da mit den Männern was trinkt und dann würde man da gut Geld verdienen. Ja, und dann bin ich mal zum Schnuppern mitgegangen, einfach nur so, weil ich mal gucken wollte und neugierig war, wie das da alles so abgeht. Ja, und dann habe ich natürlich auch was ausgegeben bekommen und auch natürlich Geld bekommen. Und dann habe ich mitgekriegt, wenn die Mädels mit den Männern weggegangen sind und wieder kamen, wie viel Geld die dann hatten. Wie viel Geld hatten die? Ja, das war schon immer eine, das war ja noch damals in D-Mark, das waren so ihre 900 bis 1500 Mark. So viel? Ja. 900 bis 1500 Mark? Ja, je nachdem. Für eine, also für länger dann schon? Ja, für mehrere Männer, also in der Nacht 6-7 Männer und dann natürlich getrunken noch dazu. Und verstehe, das war dann schon ein längerer Zeitraum, um da so viel Geld für zu kriegen. Genau. So, also, das hast du dann mitbekommen und das hat dich beeindruckt und hast du gesagt, genau, okay, weil die am nächsten Tag auch um alle shoppen gegangen sind und dann wollte ich unbedingt mit und dann habe ich gedacht, ja, mache ich das auch und ich hatte auch keine Schwierigkeiten mit. Ja, jetzt kam der erste Abend oder der erste Freier für dich. Wahrscheinlich wirst du dich an den dich gut erinnern, an den ersten Freier. An den kann ich mich noch sehr gut erinnern. Das glaube ich, ja. Wie war das für dich? Ja, das war ein sehr netter und sympathischer Herr gewesen und deswegen fiel mir das auch einfach, also leichter, ne? Ich hatte dann nicht solche Probleme damit, weil ich habe mich vorher schon ewig lange mit ihm unterhalten, war mir auch sehr sympathisch, auch noch nicht so das Alter gehabt, war schon etwas in meinem Alter. Ja. Und dann sah auch nicht schlecht aus, war sehr attraktiv und dann fiel mir das auch leichter, ne? Du hast gerade gesagt, du hast Bezug genommen auf unser Thema gestern, also wenn das jemand von mir wüsste. Genau. Das heißt, das wissen ganz wenige Leute nur, wahrscheinlich deine Familie auch nicht. Nein, das weiß also gar keiner. Was erzählst du denn also deiner Familie? Nur meine beste Freundin, die weiß es, aber da weiß ich auch, dass sie nichts verrät, ne? Ah ja. Wie ist das mit den Eltern? Hast du Kontakt zu deinen Eltern? Nicht großartigen Kontakt, aber also die wissen da auch nichts von. Und wenn, die will es auch, glaube ich, nicht großartig interessieren. Was erzählst du denn deinen Eltern, was du vom Beruf machst? Das, was ich meinem Freund auch erzähle, dass ich nachts tanzen gehe. Ach, du hast auch einen Freund? Ja. Und dem erzählst du auch, dass du nachts tanzen gehst? Ja, genau. Der denkt, dass ich immer weiter außerhalb in Diskotheken fahre zum Tanzen. Ist der denn noch nie auf die Idee gekommen und hat gesagt, okay, ich komme mal mit und guck auch, wie... Nee, das war ist ein Tabuthema. Ich habe ihm gleich gesagt, dass ich das nicht möchte. Weil beim Gogo-Tanzen, man ist ja auch, hat ja wenig an und man wird ja auch angestarrt. Und manche haben ja auch das unmögliche Verhalten, dass sie einen dann doch mal anfassen. Und wenn er dann ausrastet, oder, da habe ich gesagt, das möchte ich nicht. Ne? Wie lange bist du schon in der Beziehung? Die ist jetzt
Dreivierteljahr. Dreivierteljahr. Mhm. Hast du nicht Angst, dass das irgendwann vielleicht doch mal rauskommen könnte? Und ja, Angst habe ich schon. Ich möchte ihm das ja auch gerne sagen, aber ich weiß ja, dass er dann sofort Schluss machen würde. Da könnte er ja gar nicht. Er findet das Tanzen ja schon nicht gut. Mhm. Mhm. Aber ich möchte ihn ja auch eigentlich nicht verlieren, ne? Mhm. Also es ist schon ein Dilemma, ne, in dem du da steckst. Ja, ganz klar. Das ist ein großes Dilemma. Wie ist es denn bei dir mit deiner Sexualität? Wenn man den ganzen Tag professionell Sexualität betreibt, sage ich jetzt mal so, kannst du eine klare Grenze ziehen zwischen deinem Job und der Sexualität, die im Job stattfindet? Ja, also wenn ich mit meinem Freund, das ist ja Liebe, und das andere, das ist ja nur ein Job. Mhm. Ne? Das heißt, mache ich, also das geht bei mir, ich denke an was ganz anderes. Okay, aber trotzdem stellt man sich ja so die Frage, wenn man den ganzen Tag in diesem Geschlechtsbereich irgendwie tätig ist, hat man da noch Lust abends dann mit dem Freund? Ja, das habe ich, weil das macht mir Spaß, das ist ja ganz was anderes, da kann ich mich, kann ich auch machen, was ich gerne möchte. Ich meine, im Beruf gibt es ja auch gewisse Tabuthemen, die ich dann machen würde. Das habe ich nicht ganz verstanden. Es gibt Tabuthemen im Beruf, was du nicht machst. Ja, was ich nicht machen will. Zum Beispiel? Das sind verschiedene Sachen. Also im Beruf zum Beispiel gibt es nur Sex mit Kondom und hier. In der Beziehung nicht, das ist alles abgeklärt. Ja. Für beide. Mhm. Gibt es, die Leitung ist ein bisschen schlecht, deswegen frage ich ein paar Mal nach. Ist das so, dass du in all den Jahren, du bist jetzt 23, haben wir gerade gesagt, du hast mit 18 ungefähr angefangen, als Hure. Darf man ja sagen, ne? Als Hure zu arbeiten. Hure ist schon ein bisschen heftiger Ausdruck, ne? Ich habe schon so viel mit Prostituierten gesprochen und die sagen immer zu mir, Domian, Hure kannst du uns ruhig nennen, da sind wir stolz drauf, dass wir Huren sind. Nee, Hure finde ich, also Prostituierte finde ich schon, ist der gewähltere Ausdruck. Hure, okay, dann sage ich zu dir Prostituierte. ja. In all diesen Jahren hast du irgendwann auch schon mal in deinem Job, bei der Arbeit, auch eine sexuelle Erregung gespürt oder gar einen Orgasmus gehabt? Ja, natürlich, das kam auch schon vor, wenn ein attraktiver, junger, gut aussehender Mann kam, der ich ganz schnuckelig fand. aber dann, gemacht hat, ja. Dann ist es ja nicht mehr so ganz getrennt, ne? Das Private und das Berufliche. Doch, das ist trotzdem noch getrennt. Im Kopf irgendwie. Hä? Irgendwie so im Kopf ist es schon getrennt. Genau, vom Kopf her. Mhm. Genau, also auf Arbeit habe ich ja grundsätzlich die Augen die ganze Zeit geschlossen. Ich guck mal, ich denke an ganz andere Sachen. Mhm. Und was denkst du? An den Einkaufszettel für Aldi oder sowas? Genau, zum Beispiel an das, was ich am nächsten Tag mit meinem Geld anstellen muss. Du hast die Augen geschlossen, denkst an deinen Einkauf für den nächsten Tag, musst aber dann trotzdem vorspielen und stöhnen und mitmachen, ne? Ja, genau. Ja, das ist schon Routine, das ist schon eingespielt. Am Anfang war das ein bisschen schwieriger, da musste ich mich erstmal, aber man lernt ja immer dazu. Arbeitest du in einem Club oder auf der Straße? Nein, in einem Club. In einem Club. Die Straße wäre für mich nicht, also das würde ich nie tun, das ist nicht so gefährlich. Gab es Situationen schon mal, wo du mit Kunden, wie nennst du sie? Nennst du sie Freier oder nennst du sie Kunden? Beides. Also wenn mir welche nicht gefallen, dann sage ich Freier und wenn die ganz nett sind und öfter kommen, dann sind das die Kunden. Also dann sage ich erstmal Freier. Gab es Situationen, wo du schon, wo du mit Freiern konfrontiert warst, die etwas von dir verlangt haben, wo du gesagt hast, nein, Schluss, das mache ich nicht. Und das ekelt mich viel zu sehr an. Ja, da gab's schon einige Sachen. Es gibt ja viele, die stehen auf Natursekt oder Kaviar und solche Sachen. Also Natursekt lasse ich mir noch gefallen, aber so die anderen Sachen, das ist mir dann doch eine Nummer zu hoch. Ja. Nun verdienen ja in der Regel Prostituierte ganz schön Kohle. Ja. Ne? Kannst du, ich frage es dich, du musst es mir ja nicht beantworten, aber ich würde es ganz gerne wissen, um mir so einen Eindruck zu verschaffen. Auf wie viel kommst du so im Monat? Oh, im Monat? Mhm. Oder in der Woche? Ja, in der Woche habe ich schon meine, 3.000 Euro. In der Woche 3.000 Euro? Ja, habe ich wohl. Aber ich habe das natürlich auch, also ich habe auch viel auf der Bank, also Konto angelegt und alles. Aha. Das ist ja auch ein wichtiges Thema, weil viele, die in dem Beruf arbeiten, die verprassen das volle Kanne. Ja, also ich verprasse viel, aber ich lege auch viel beiseite, weil... Ah ja, weil du schon einen Plan hast für später mal irgendwann... Genau, erstmal für später und ich möchte, wenn ich irgendwann mal Familie habe und sowas, ne? Ja, was ist denn dein Traum? Was würdest du denn gerne mal machen, beruflich beispielsweise später? Ach, beruflich möchte ich mich eigentlich gar nicht mehr an was anderes irgendwie... Na gut. Das ist eigentlich so lange, wie ich das noch kann, weiter. Und bis dahin, denke ich, habe ich genug Geld auf der Seite gepackt, dass ich da gut weiter mitleben kann. Du bist ja 23 Jahre, theoretisch kannst du das ja auch noch länger machen. Was hast du eigentlich damals,
als du angefangen hast mit 18, was hast du da vorher gemacht? Hast du irgendwas gelernt? Ich war zur Schule gegangen und dann habe ich mit 17 schon meine eigene Wohnung habe ich schon gehabt und bin zur Schule gegangen. Ja, und dann habe ich die Schule geschmissen, weil ich keinen Bock mehr hatte. So, es gibt jetzt aber eigentlich ein dickes Problem, ne? So wie ich es gerade verstanden habe, nämlich dein Freund. Genau, ein Freund denkt, du bist Tänzerin und gehst hier danach tanzen. Genau. Anstelle gehst du, stattdessen gehst du jede Nacht in den Puff, ne? So muss man es ja sagen. In meinen Club, genau. In den Club, ja genau, so hört es sich dann ein bisschen besser an. Das geht auf Dauer ja nicht so, Susanne. Nee, geht's auch nicht. Schätzt du deinen Freund so ein, dass er dich wirklich verlassen würde, wenn du sagst, pass auf, das mache ich? Ja, das würde der sofort. Also der würde auch völlig ausrasten und ich weiß gar nicht, ich weiß auch, der würde total ausrasten. Wie tief ist denn dein Empfinden für deinen Freund? Ist das ja, so? Also wir lieben uns schon sehr, ne? Aber das, also, ich glaube, da würde er sich sofort trennen. Nee, ich frage jetzt vielleicht auch eher so in deine Richtung. Ja, also lass mich fragen. Wärst du bereit, deinen Beruf für deinen Freund, für die Liebe, eventuell für eine Familie und für eine ganz andere Zukunft aufzugeben? Oh, das weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Da müsste ich in der Situation gerade stecken. Ich finde wichtig, Susanne, dass du dir frühzeitig darüber Gedanken machst, jetzt darüber schon Gedanken machst, weil du lebst und gehst ja auf ganz dünnem Eis. Das kann ja jeden Tag alles zusammenbrechen. Und wenn er das von irgendjemand anderem erfährt, was du machst, ist natürlich die Katastrophe unvermeidlich und wahrscheinlich ist überhaupt gar nichts mehr zu retten. Ja, deswegen wäre ja eigentlich sehr schlau, wenn du... Wenn ich aufhöre und wir sind vielleicht noch, keine Ahnung, ein paar Jahre zusammen und wir haben dann vielleicht Kinder und das kommt dann irgendwo raus, dann würde der auch sofort sagen, also nee, so gibt es die Leute, die reden und das macht er nicht mit. Und aber dann stehe ich wieder alleine da. Ja, aber was und dann heißt das? Dann habe ich vielleicht noch ein Kind und dann weiß ich gar nicht, wie soll ich damit, weil dann würde ich auch den Job gar nicht mehr machen. Gut, aber was heißt das jetzt für dich? Du willst einfach so blind, also auf gerade Wohl weiter versuchen? Im Moment bleibt mir, denke ich, nichts anderes übrig. Ich versuche, eine Lösung zu finden und ich überlege auch hin und her und ich weiß ja auch nicht, ob ich mich dann doch von ihm trennen soll. Ich habe ja keine Ahnung. Ich finde, Susanne, wie schwer es mir denn auch eigentlich fällt. Ne? Aber ja, ich finde letztendlich, Susanne... Ich denke, wenn ich muss schon denn eine Beziehung führen, wo derjenige das auch weiß, was ich mache. Ja, damit genau, das sehe ich auch so. Ich finde letztendlich, dass du eine Basis finden musst auf der Wahrheit. Dass klare Verhältnisse herrschen. Ja. Weil so rennst du hundertprozentig irgendwie in dein Unglück und dein Verderben rein. Entweder musst du es ihm sagen, oder du musst den Beruf aufgeben und es ihm vielleicht auch sagen. Oder du gibst erstmal den Beruf auf und sagst es ihm später. Aber irgendwas, finde ich, muss schon passieren. Ja, aber ich mit dem Beruf, das ist schwierig. Ich hänge ja auch an den ganzen Mädels und der Club und das alles. Das ist ja meine Familie. Ja. Und das ist mir genauso wichtig eigentlich, wie mein... Aber, Susanne, die Liebe ist eigentlich das Allerwichtigste und kein Club der Welt kann das aufwiegen, was wirklich eine Liebe und eine gute Beziehung mit sich bringt. Ja. Ich wünsche dir alles Gute für deine Entscheidung und hoffe sehr, dass du dich bald und für dich dann auch richtig entscheidest. Hat jemand Schnupfen im Hintergrund? Ja, meine Freundin sitzt neben. Alles Gute, tschüss. Ja, alles klar, tschüss. So, meine Lieben, wir haben eine freie Themennacht. Dieses hier ist eine Telefon-Talkshow live im WDR-Fernsehen. Und wenn ihr euch oder wenn Sie sich, wir haben uns geeinigt hier, dass wir uns duzen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema, dann ruft ganz einfach an unter der eingeblendeten Telefonnummer oder ihr könnt auch faxen unter 0800 220 50 51. Und bitte, wenn ihr faxt oder mailt, nicht vergessen, die Telefonnummer draufzuschreiben. So, es geht weiter mit Silvi. Stimmt das? Ja. Hallo Silvia, du bist 49 Jahre alt. Ja, hallo, grüß dich Jürgen. Hallo. Um was geht's bei dir, Silvi? Ja, ich bin seit vielen Jahren Kleptomanin. Das heißt, du musst zwanghaft klauen. Das heißt es, ja. Seit vielen Jahren, du bist 49. Ja. Was heißt denn das? Heißt das seit 10 Jahren oder seit 3 Jahren oder wie? Mehr als 30 Jahren. Seit 30 Jahren? Ja. Seit 30 Jahren Kleptomanin. Ja. Ich wage ja gar nicht jetzt zu fragen, was du schon alles oder wie viel du schon alles geklaut hast. Das weißt du wahrscheinlich selbst nicht. Das stimmt, das könnte ich nicht sagen. Was klaust du denn so? Ja, was klaue ich so? Eigentlich alles. Sag mal ein paar Beispiele.
das können Sachen sein, die ich schon in hundertfacher Ausfertigung habe. Zum Beispiel ein Päckchen Sicherheitsnadeln, ja, alles Mögliche, Stricknadeln. Das kann eine Leberwurst sein, das kann alles. Also die Leberwurst kann man ja essen. Ja. Die hat ja noch einen gewissen Nutzen. Ja. Aber wenn du sagst, ich stehle Nadeln oder so ein Zeug, das du gar nicht brauchst, was machst du dann damit? Ja, erst liegen sie da, bis sie dann irgendwann wegkommen, ne? Irgendwann Kartons gepackt werden und manche Leute haben das schon abgeholt, für einen Trödel zum Beispiel, für eine Teehilfe oder so, weil es weg musste, das Zeug, ne? Was war das Größte, was du bisher geklaut hast? Das Größte? Ja, du meinst jetzt nicht unbedingt den Umfang, sondern eher preislich. Vielleicht auch preislich, genau, ja. Ja. Eine Lederhose, denke ich mal. Im Wert von? 180 Mark vielleicht. Ja. Ja. Okay, ich dachte jetzt schon irgendwie, dass du auch CD-Spieler, Videos... Nein. Sowas nicht? Nein. Es sind immer so eher so die Sachen des Gebrauchs. Ja, wenn man so will, kann man ja alles brauchen. Ja, letztendlich, ja, hast du recht. Man kann ja auch die Sicherheitsnadeln brauchen, man kann auch Nägel brauchen, ja, wenn man so will. Aber die sind ja meist auch Pfennigartikel und man hat das ja sowieso zu Hause. Oder wie oft kommt das vor, dass du das machst? Jedes Mal, wenn du einkaufen gehst? Das ist nicht jedes Mal, aber es ist fast jedes Mal gewesen. Mhm. Bist du schon mal in all diesen Jahren, 30 Jahre, muss man sich ja mal vorstellen, 30 Jahre, erwischt worden? Ich bin etliche Male erwischt worden. Mit welchen Konsequenzen? Die jetzige Konsequenz ist so, dass ich kurz vor dem Gefängnis stehe. Das heißt, die nächste Verhandlung, die ansteht, die wird so sein, wie ich es jetzt definitiv weiß. Ich habe also mittlerweile einen Bewährungshelfer, den ich all die Jahre nicht hatte. Das ist also ein Versäumnis der Justiz gewesen. Und der hat mir gesagt, dass es so aussieht, dass ich dieses Mal wohl nicht mehr davon komme. Der Richter hätte ihm gesagt, dass er möchte, dass ich inhaftiert werde. Also es gab immer wieder Gerichtsverhandlungen und es gab kleinere Strafen? Es gab kleinere Strafen, es gab größere, es gab also auf Bewährung. Es war schon, dass ich mit einem Bein schon im Gefängnis war. Wie war die größte Strafe? Also es war immer auf Bewährung, zum Beispiel 4 Monate, 5 Monate auf Bewährung von 4 Jahren zum Beispiel. Das war auch die letzte, in der letzten Verhandlung waren es 4 Monate Freiheitsentzug auf 4 Jahre Bewährung. Und dennoch bist du rückfällig geworden, immer wieder? Rückfällig geworden. Und jetzt ist es ganz, ganz haarig? Und ich bin sicher und ich habe eigentlich natürlich auch schon, ich bin da, also, sag mal, ich habe mich nicht damit abgefunden, aber ich bin eben sicher, dass ich ins Gefängnis gehe und bereite mich jetzt irgendwie vor oder mein Leben vor, wie das dann aussehen soll. Nach dem Gefängnis oder was? Nein, eigentlich, was ich alles zu tun habe, wenn ich ins Gefängnis gehe. Ja. Wie sieht das denn aus? Bist du verheiratet? Hast du Kinder? Ich habe ein Kind. Ich bin nicht mehr verheiratet. Ich war 2-mal verheiratet. Mein erster Mann ist tödlich verunglückt und das zweite Mal, die Ehe funktionierte nicht, obwohl ich da schon 41 war, als ich es nochmal gewagt habe. Haben deine Beziehungen oder deine näheren Leute, vielleicht deine besten Freundinnen oder Freunde, wissen die das, dass du das machst? Meine Familie weiß es komplett. Meine Tochter weiß es. Wie alt ist die Tochter? Die ist 30. Die ist 30? Ja. Und meine engsten Freunde, also das heißt, eine enge Freundin weiß es. Silvia, ich frage mich, ja, wenn dich das 30 Jahre lang plagt, ja, das ist ja eine verdammt lange Zeit, ne? Und wenn du immer wieder in solche Schwierigkeiten gekommen bist und immer haarscharf am Gefängnis vorbeigekommen bist und jetzt wahrscheinlich ins Gefängnis gehst, ja, hast du denn irgendwann mal was versucht, dagegen zu unternehmen? Ja, und zwar bin ich schon seit 1986 in Therapie. Das hat angefangen mit einer ambulanten, also Tagesklinik, in dieser Form von Tagesklinik, dass ich zur Therapie ging. Ja. Das war Gruppentherapie, das hat aber nichts genützt. Das war nicht das Richtige für mich. Ich bin gerade völlig baff. Wenn ich höre, ich bin seit 1986 in Therapie, dann scheint es aber wirklich eine schlechte Therapie zu sein. Ja. Oder zumindest eine, die bei dir nicht greift. Richtig.
richtig. Dann bin ich 88 zu einem anderen Therapeuten gegangen. Das ging dann bis zum vorigen Jahr. Mhm. Das funktionierte auch nicht. Und habe ich mir überlegt, gemeinsam mit dem Therapeuten, weil der es auch nicht mehr machen konnte aus, das hatte aber Gründe, dass er diese Zeit nicht mehr hatte. Der ist ein sehr bekannter und eben ein Mensch, der sehr gefordert ist. Der konnte da, eigentlich war ich da überhaupt auch nicht richtig. Gut. Letztendlich. Bist du denn jetzt im Moment auch noch in einer? Jetzt bin ich wieder in Therapie. Aber es nutzt irgendwie alles nicht, ne? Nein, diese Therapie, die ich jetzt mache, da habe ich große Hoffnung reingesetzt, dass das endlich was bringt. Das ist eine Verhaltenstherapie. Das hatte ich bisher noch nicht gemacht. Diese ganzen Sachen, die du im Laufe der Zeit geklaut hast, du hast gerade gesagt, dass du die schon mal auf den Trödel gibst oder vielleicht auch wegwirfst. Ja, richtig. Gibt es denn auch noch zusätzlich so einen Sammeltrieb, dass du schon den Keller und die Schränke und weiß ich was alles voll hast? So sieht das aus. Ganz das auch noch. Ja. Also ich bin ziemlich verzweifelt, weil ich eigentlich, ich möchte manchmal einen Rundumschlag machen und möchte alles weg. Mhm. Aber es sind an manchen Sachen hängen Erinnerungen, die dann auch nicht gestohlen sind. Und man kann, es geht so weit, dass eben, es ist wie ein Sammeltrieb und es ist furchtbar. Ne? Mhm. Also Silvi, ich muss dir sagen, dass ich darüber schon sehr entsetzt bin, dass so lange therapeutische Arbeit überhaupt keinen Effekt hat. Ja. Da bin ich entsetzt und es muss mit dem Teufel zugehen, wenn es nicht irgendwie irgendwo ein Therapeuten oder ein Therapiemodell, du hast ja jetzt gute Hoffnung in dein jetziges, wenn man das nicht finden würde, damit dir geholfen wird. Weil das Gefängnis ist natürlich jetzt juristisch okay und richtig, dass du ins Gefängnis kommst, weil es geht ja so nicht. Aber letztendlich wird das Gefängnis dir alleine nicht helfen. Das geht nur parallel mit einer Therapie. Ja, richtig. Du weißt vielleicht, dass ich immer im Hintergrund bei meinen Sendungen einen Diplompsychologen habe. So ist das hier in dieser Sendung auch. Das ist die Anna. Ja. Ich würde sehr gerne, dass du mit der Anna noch ein bisschen berätst und du ihr vielleicht auch noch ein bisschen eingehender erzählst, was in deiner Therapie im Moment abgeht, was man da macht, wie die Therapie aussieht. Vielleicht kann sie dir noch eine Rückmeldung geben oder vielleicht auch noch ein paar gute Tipps. Denn ich würde es dir wirklich wünschen, dass du von so einer krassen Sucht, wenn man 30 Jahre damit beschäftigt ist und belastet ist, dass du da runterkommst. Ich muss da runterkommen. Ich bin so verzweifelt, dass ich kann, das ist auch nicht mehr lebensfähig. Das ist alles nicht mehr, ich kann gar kein eigenständiges Leben richtig leben. Also ich kann keine Beziehung aufbauen oder halten auf Dauer. Ich kann jetzt keinen Job tun im Moment, weil dieses Damoklesschwert über mir schwebt. Wie ist das denn überhaupt jetzt mit dem Gefängnis? Wann wäre das denn? Also es sieht so aus, man sagte mir jetzt, dass es unter Umständen noch 3 Monate dauern könnte, bis dieser neue Richter alle Unterlagen, der möchte jetzt alle Akten einsehen, von Anfang bis zum heutigen Tag. Ach so, dann wird das neu aufgerollt und möchte neu. Das neu aufrollen, möchte dann danach urteilen. Ja. Wie lange er dafür braucht, bis er alle Unterlagen, alle Akten zusammen hat, kann dauern, sagt und, man mir. Und wie lange oder wie hoch die Gefängnisstrafe dann sein würde, weiß man natürlich auch noch nicht. Das weiß man nicht. Nein. Also die Aussage meines Bewährungshelfers war mal, dass es so, dass er mit 5 Monaten rechnet. Mhm. Aber das glaube ich jetzt nicht mehr. Ich denke, das wird mehr sein. Also psychologische Hilfe, wirklich gute psychologische Hilfe ist das A und O. Und deswegen möchte ich dich bitten, jetzt aufzulegen. Und meine Psychologin, die Anna, ruft dich gleich an. Und dann könnt ihr genau detailliert darüber auch noch reden. Ja. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute, Silvi. Dankeschön. Und hoffe, dass du es schaffst nach all diesen vielen Jahren. Ja, ich muss es schaffen. Es alles Gute. Dankeschön. Auf Wiederhören. Wiederhören, Jürgen. So, Leute, wen haben wir jetzt? Jetzt kommt ein junger Mann. Ein junger Mann mit Namen Marc. Hallo Marc, 26 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Hallo Marc. Dein Thema? Mein Thema ist sexueller Missbrauch an mir selber, der eigenen Mutter. Also durch die Mutter? Durch meine eigene Mutter. Deine Mutter hat dich sexuell missbraucht? Ja, das Ganze ist mehrere Jahre lang gelaufen. Wie alt warst du da? Von welchem Alter bis zu welchem Alter? Das hat zeitweise nur mit so Anfassen im Intimbereich angefangen, kurz nach dem Tod meines Vaters. Wie alt warst du da? Da war ich circa vor meinem 11. Geburtstag, 10,5 ungefähr. Mhm. Und mein Vater ist früh verstorben an Krebs. Und das Ganze fing an, zum Teil in der Badewanne. Ja. Dass meine Mutter gesagt hat, ja, ich muss dich da unten sauber machen und
Das hat aber länger gedauert als Beispiel, als das Haare waschen oder so. Mhm. Und es war für mich ganz komisch auf eine Art, weil... Sie hatte das vorher, ich meine, das ist ja schon ein erhebliches Alter, ne? 11 Jahre. Sie hatte vorher noch nie irgendwie sowas gemacht? Nein, vorher noch gar nicht, nein. Mhm. Das fing circa ein halbes Jahr nach dem Tod meines Vaters an. Siehst du da einen Zusammenhang? Tod des Vaters und dass sie das... Sie hat sehr, sehr oft Fotos angeguckt von ihm. Mhm. Und alte so Familienbilder von Familienversammlungen, also Weihnachten oder Ostern haben wir oft zusammen gefeiert, mhm, mit Grillen und allem. Und war halt immer am Heulen. War das Verhältnis zu deiner Mutter, bevor es dann damit anfing, war das eigentlich ein normales, gutes Verhältnis? Nein, auch schon gestört. Mhm. Auch schon gestört. Ich bin in der Familie Adoptivkind. Mhm. Und sie hatte halt gewisse Anforderungen an mich. Meine Mutter ist im Lehramt tätig. Mhm. Also jetzt nicht mehr. Sie ist bereits in Frührente aufgrund ihres Gesundheitszustandes. Mhm. Und ist halt mir gegenüber dann irgendwann zugreiflich geworden, sag ich jetzt mal, indem sie mich im Intimbereich berührt hat. Und genau, knüpfen wir da jetzt mal an. Das fing also an, dass du 11 Jahre warst. Sie, ja, hat dich erstmal berührt im Intimbereich. Wie hat sich das denn weiterentwickelt, als du älter wurdest? Was hat sie genau mit dir gemacht oder was musstest du tun? Es hat sich weiterentwickelt, ich sage jetzt mal ordinär ausgedrückt. Ich habe sie halt gefingert. Das musstest du tun, das hat sie dir so gesagt und gezeigt. Hier. Ich habe sie oral befriedigt. Sie sagte halt, wenn du mich da küsst, dann geht's mir gut und ich fühle mich toll und... Mhm. Du bist ja wie der Papa im Haus, weil du kannst auch schon mit der Bohrmaschine was machen und mir ein Bild an die Wand hängen und das ist noch toller. Und hat sie dich denn auch oral befriedigt? Hat sie dich auch zu sexuellen Handlungen benutzt, sage ich mal? Das kam erst circa ein Jahr lang später. Da fand dann, ich sage mal, der erste Beischlaf statt. Achso, es gab wirklich einen richtigen Geschlechtsverkehr. Ja. Wie alt? Da warst du dann 12, 13 in dem Alter? 12, 13. 12,5. Es war immer so zwischen meinen Geburtstagen meistens. An meinen Geburtstagen war immer alles toll. Die ganze Familie kam und ich, vorher wurde ich gemünzt, erzähl bloß keinem was, das ist unser Geheimnis. Und also kam das im Jahr nur, also ich sag mal, nur in dicken Anführungszeichen, das ist schon schlimm genug, einige Male vor? Es kam einige Male vor, circa 2-3 Mal im Monat. Ach so, doch, 2-3 Mal im Monat sogar? Ja. Ja. Wie war denn das für dich? Also wenn ich jetzt mich zurückerinnere, so mit 13, wie man so mit 13 drauf ist. Und dann die Vorstellung, ich müsste mit meiner Mutter schlafen, das ist ja nun der Oberhorror schlechthin. Wie hast du das damals empfunden? Es war halt für mich ein ganz komisches Gefühl. Es war immer meine Mutter trauern zu sehen und wenn sie dann bei Oma war, haben die sich umarmt und haben geweint und du hattest so einen tollen Mann. Hm. Und hast du das auch so ein bisschen so aus Mitleid mitgemacht, sage ich mal so. Es war auf eine Art, sie weinen zu sehen, tat mir selber auch weh. Mhm. Nur dann zu sehen, ich sag jetzt mal, wenn ich sie befriedigt hatte, ein Lächeln im Gesicht zu haben und das war für mich, ich kann meine Mama wieder glücklich machen. Mhm. Hast du Ekel empfunden? Ja. Mhm. Ich habe mich mehrfach übergeben. Ja. Ich habe zum Teil mich selbst verstümmelt an den Unterarmen mit einem Messer. Mhm. Weil ich halt nicht damit klargekommen bin. Mhm. Es war für hat mich sie so, auf dich, hat sie auf dich auch Druck ausgeübt, dass sie sagte, also gedroht hat nach dem Motto, wenn du das jetzt irgendwem, irgendwo in der Schule beispielsweise oder deinem besten Freund sagst, dann mache ich das und das mit dir? Sie hatte zum Teil mir gedroht, ich hatte ihr gesagt, ich habe einen Vertrauenslehrer bei uns in der Schule. Ja. Und mit dem hatte ich versucht zu reden, der hatte daraufhin meine Mutter angerufen. Und innerhalb von nicht ganz einem Vierteljahr war für mich ein Schulwechsel angesagt. Mhm. Ein kompletter Freundeskreiswechsel, Wohnortwechsel und wir sind über 150 Kilometer weitergezogen. Mhm. Und ich musste quasi wieder von vollkommen Neuem anfangen und das Einzige, was ich hatte, war mein Bruder und meine Mutter. Gab es denn so richtige Drohformulierung von ihr? Sie hatte halt gesagt, ich unterhalte mich immer mit Oma viel. Mhm. Weil ich da sehr oft war am Wochenende und auch im Garten da geholfen habe. Und sie hat immer gesagt, wenn du der Oma was erzählst, dann bringe ich dich wieder ins Heim. Weil sie das ist natürlich ganz schlimm für jemanden, der adoptiert wurde. Und da hast du wahrscheinlich eine irre Angst gehabt, ne?
ja, es war immer so ein gewisses Druckgefühl. Auf der einen Art, wenn du das nicht tust, dann tue ich das und das. Mhm. Auf der anderen Art, sag ich mal, so der eigene Konflikt mit mir selber. Ich sehe, meine Mutter ist glücklich. Ich habe verstanden, wie du es gerade erklärt hast. Wie lang ging das denn dann? Also mit 11 Jahren fing es an und wie lang ging es? Es hat bis circa fast 17 gedauert. Bis 17? Ich hatte dann mit knapp 17 die Schule absolviert. Mhm. Also meine Schule hat auch sehr darunter gelitten, meine Schulbildung. Und ich habe dann in einem Berufsbildungswerk, was über das Arbeitsamt finanziert wurde, mit Wohnbereich, mit zwei Zimmern und allem, bin ich quasi da erst weggekommen. Und das war deine Rettung, dass du dann weggekommen bist? Ja, ich habe dort meine Ausbildung ganz normal absolviert. Du bist heute 26 Jahre alt. Ja. Das Ganze liegt eine Weile jetzt zurück, aber ich könnte mir vorstellen, wenn man das mitgemacht hat, ist dir alles ganz präsent und wahrscheinlich kommen dir tausende Erinnerungen vor Augen, wenn du so in diesem Bereich denkst. Das Schlimme, Domian, ist, ja. Hast du deine Mutter angezeigt? Ich habe damals versucht. Ich war damals als Beispiel beim Jugendamt. Die haben mich in eine Jugendschutzstelle geschickt. Das war so ein Haus, da konnte ich halt schlafen, auch in einem Zweibettzimmer. Und meine Mutter hatte keinen Zutritt und solche Sachen. Da warst du aber 17 schon? Da war ich schon 17. Und denen hattest du das erzählt? Denen hatte ich das auch erzählt und die wollten was unternehmen. Nur meine Mutter ist verbal sehr, sehr gut drauf und hat das alles irgendwie niedergemacht. Das heißt, es gibt bis heute keine Gerichtsverhandlungen. Es gibt keine juristischen Konsequenzen aus dem Ganzen. Ich wollte gerade daran anknüpfen, wo ich sage, warum das heute auch für mich noch so sehr, sehr aktuell ist. Ja. Ich hab fast verdrängt gehabt, hatte mich mit Drogen und weiß ich nicht was betäubt und hatte mal an Selbstmord gedacht und solche Sachen. Und jetzt hat sich am 23.12. des letzten Jahres mein Bruder, mein quasi Adoptiv- oder Stiefbruder, ja, im Alter von 17 Jahren erhängt, einen Tag vor Weihnachten. Und du hast die Vermutung, dass sie das mit ihm auch gemacht hat? Es läuft über die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren und es ist halt nachgeguckt worden in seinem Zimmer und er hat halt einen PC gehabt. Diese Festplatte von dem PC ist beschlagnahmt worden und dort gibt es Tagebuchaufzeichnungen, die auch schon einen circa 3-jährigen Missbrauch meines kleinen Bruders darstellen. Hast du denn in den letzten Jahren das für möglich gehalten? Du wusstest, da war noch ein kleiner Bruder, dass sie das mit dem auch macht? Ich habe oft mit ihm telefoniert, habe ihm über Umwege, über meine Tante, meine neuen Handynummern zukommen lassen und solche Sachen. Um ihm quasi so ein Angebot zu machen, hier, du kannst dich bei mir melden, wenn irgendetwas ist. Ich hatte ihm angeboten, da ich eine eigene Wohnung habe, solche Sachen zu mir zu ziehen, um frei zu sein. Und dann hatte er aber Angst wegen des Aufenthaltsbestimmungsrechts, was ja die Mutter hat. Sie hat ihm damit gedroht. Also er hat zu dir im Klartext nie etwas gesagt. Er hat gar nichts durchblicken lassen. Sonst wäre ich da hingefahren und hätte ihn da notfalls mit der Polizei rausgeholt. Jetzt ist, Marc, ja was ganz, es ist mit dir etwas Schlimmes passiert, es ist etwas noch Dramatischeres mit deinem Bruder passiert. Hat das jetzt zur Folge, dass du reden wirst und dass du bei der Polizei das alles erzählen wirst, was dir widerfahren ist? Ich war bisher jetzt schon bei der Staatsanwaltschaft, habe dort meine Aussage getätigt. Die Staatsanwaltschaft möchte mir als Zeuge der Anklage ersparen, dass ich mit im Gerichtssaal sitzen muss. Und das Ganze hat wohl auch mit der Nachbarin zum Teil stattgefunden. Aber das bedeutet ja, es läuft jetzt endlich juristisch was ja auch gut ist. Das Schlimme ist, ich hatte vorgestern bei euch schon mal angerufen und dann hatten eure, ich sag jetzt mal, Leute von der Regie mir gesagt, dass sie mich heute zurückrufen. Ich habe gestern erfahren, dass meine Mutter einen schweren Autounfall hatte und dabei jetzt verstorben ist. Und die einzig packbare, wie soll ich sagen, Beteiligte ist halt noch diese Nachbarin. Diese Nachbarin sitzt jetzt seit mehreren Monaten in U-Haft. Wieso ist die beteiligt? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Meine Mutter hatte zu dieser Nachbarin ein sehr kollegiales, anscheinend auch sexuelles Verhältnis aufgebaut. Aber die Nachbarin war nie dabei, wenn sie das mit dir gemacht hat beispielsweise. Mit mir damals nicht, aber der Tagebuchaufzeichnung wohl mit meinem Bruder. Also jetzt ist ja eine Situation entstanden, die dramatischer gar nicht mehr sein kann. Der Bruder hat sich das Leben genommen und deine Mutter ist durch einen Autounfall ums Leben gekommen. Jawohl. Und du sitzt da mit deiner Vergangenheit und hast wahrscheinlich auch
unendlich viele Verletzungen in dir, die noch gar nicht in irgendeiner Weise aufgearbeitet worden sind. Warst du schon mal bei einem Psychologen? Ich habe versucht, hier in meinem ortsnahen Umfeld mehrere Psychologen aufzusuchen. Mhm. Ich war insgesamt bei 3 Stück. Mhm. Der eine hat mir nur irgendwelche Tabletten aufgeschrieben, mhm. Amoxidin und weiß ich nicht was für ein Zeug irgendwie. Der andere stand mit verschränkten Armen aus dem Fenster guckend und ja, ich höre ihn zu. Naja, also dann bist du ja wirklich an ganz falsche Adressen geraten. Ich würde jetzt Folgendes vorschlagen, Marc. Ich möchte das Gespräch jetzt hier auf dem Sender in der Öffentlichkeit abbrechen, weil es wirklich so komplex ist, was dir da widerfahren ist. Das gehört jetzt in fachkundige Hände. Ich möchte auch, dass du mit meiner Psychologin jetzt sprichst. Ja. Das Verfahren ist so, ich sagte es gerade schon, dass du auflegst und die Anna, so heißt die Psychologin, ruft dich gleich an und dann könnt ihr wirklich in aller Ruhe alles besprechen und auch alle Einzelheiten weiter durchdenken, was jetzt zu tun ist. Okay? Das hatte ich mir auch gewünscht. Ja. Ich habe seit über einem halben Jahr probiert, bei dir anzurufen. Ja, aber jetzt hat's ja geklappt. Du legst bitte auf und wir... Ich will eine Richtung zeigen, irgendwie, in die genau. Ich gehen kann. Genau, so machen wir's. Und ich hoffe sehr, dass wir dir ein bisschen helfen können. Aber da liegt natürlich noch sehr, sehr viel vor dir selbst. Aber so eine kleine Hilfe und Anstoß werden wir dir hoffentlich geben können. Ja. Alles Gute von Herzen, Marc. Auf Wiedersehen. Ja, auch du mir. Tschüss. Dank. So, es geht weiter mit Gabi. Und Gabi ist 55 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo, Gabi. Hallo. Hörst du mich gut? Ja, ich höre dich gut. Das ist schön. Ja, sehr. Ja, du hast mich angerufen. Ja. Und wir unterhalten uns jetzt. Ja. Über was unterhalten wir uns? Ja, ich habe ein Problem. Ich habe seit 8 Jahren ungefähr ich bin verheiratet, seit über 33 Jahren. Ja. Ich habe ein Verhältnis seit 8 Jahren. Es weiß aber niemand etwas davon. Mhm. Wer ist das, mit dem du seit 8 Jahren ein Verhältnis hast? Wie alt? Nee, wer das ist. Ja, das ist. Ist das ein Freund von früher, ein Bekannter? Oder? Nein, den habe ich bei der Arbeit eigentlich kennengelernt. Wir haben gemeinsame Interessen über Andalusien, weil ich liebe Andalusien. Du lebst in Andalusien? Nein, ich liebe. Du liebst Andalusien, achso. Ich gehe dort gern hin und ja. Er auch. Und dadurch sind wir eigentlich ins Gespräch gekommen. Mhm. Und da meine Ehe sowieso nicht so gut funktioniert. Ja. Nur ist 8 Jahre ja eine verdammt lange Zeit, ne? Ja, sicher, aber es war immer wieder Zwischenräume, wo ich wieder... Ist denn der ich sag jetzt mal, dein Geliebten, ne? Dann halten wir das ein bisschen auseinander, ja, dein Geliebter ja. Und dein Mann. Ist der solo, ist der Single oder ist der auch in einer Beziehung, in einer Ehe? Nein, der ist schon lange allein. Mhm. Und wie alt ist der? 1,5 Jahre jünger wie ich. Also ungefähr gleichaltrig? Ja, fast gleich. Wie oft siehst du ihn? Arbeitet ihr immer noch zusammen? Nein, er ist nur zum Einkaufen gekommen als Kunde. Ich arbeite im Verkauf. Ach so. Und der kommt immer als Kunde. Ja, also wie oft seht ihr euch? Normal einmal in der Woche. Mhm. Bei ihm? Ja. Erzählst du denn deinem Mann irgendetwas, irgendeine Lüge oder kriegt er das gar nicht mit, dass du da hingehst? Ich gehe normal immer mittwochs ich spiele Geige in einer Kirche, in einer... Ja. Gemeinschaft. Ja. Und da bin ich normal mittwochs und da gehe ich eben dann dorthin. Mhm. Ich gehe da sonntags normal auch hin, aber mittwochs auch und da verpasse ich eben den Mittwoch und gehe nur noch am Sonntag. Also ist das dann die perfekte Lüge, wo er gar nichts ahnt, dass da irgendwas passieren könnte? Wie ist denn deine Ehe? Du hast gerade gesagt, so ganz, ganz rosig und ganz toll ist es nicht. Wir leben praktisch jeder unser eigenes Leben. Mhm. Er hat seinen Sport nur und springt dem Geld nur nach und ich bin ja im Beruf sehr stark beansprucht. Ich arbeite nochmal 12, 13 Stunden am Tag. Habt ihr noch, schlaft ihr miteinander noch, du und dein Mann? Nein, schon lange nicht mehr. Wie lange nicht mehr? Mindestens 7 Jahre. So. 7 Jahre. Und vorher auch nicht, nur ganz selten mal. Gibt es dann zumindest noch gewisse Zärtlichkeiten oder ein bisschen Innigkeiten zwischen dir und deinem Mann? Nicht viel. Nicht viel. Also ihr lebt da irgendwie so in einer... Praktisch Zweck. Ein Zweckbündnis. Ja. Was macht den Zweck dieses Bündnisses denn aus? Warum? Ja, guter gemeinsame Sohn. Mhm. Wie alt ist Haus. Der? Wie alt ist der Sohn? 33. 33. Mhm. Aber er ist noch ledig. Er kommt jedes Wochenende in die Hose. Mhm. Und der schätzt halt beide Eltern. Ja. Und du hättest Angst, wenn...
wenn das jetzt auseinanderbrechen würde, dass das für den Sohn dann auch sehr schwierig ist. Ja, wahrscheinlich schon. Mhm. Wie ist das denn so mit deinem Gewissen? Das plagt mich ja, das ist ja das Problem. Ja, wenn du das nie hast jemandem erzählen können. Nein, ich habe noch nie jemand gesprochen. Ist das ja schon wahnsinnig, ne? Acht Jahre so ein Geheimnis mit sich herumzutragen. Gut, das war mal ein halbes Jahr wieder Pause, weil ich konnte mich ja nicht entscheiden. Ich wurde auch nicht gedrängt, also das muss ich sagen. Mhm. Ist das nicht für dich jetzt auch eine große Überwindung, mit mir darüber zu sprechen und dann sogar auch noch hier in der Öffentlichkeit? Natürlich. Mhm. Habe ich bisher auch noch nie mich gewagt. Also. Was hat dich denn bewogen, überhaupt anzurufen? Weil mir das halt zu schaffen macht. Mhm. Hast du den Eindruck, dass es immer schwieriger für dich wird? Natürlich. Und dass die Seele immer mehr belastet wird? Ja, natürlich. Mhm. Und ich tue das halt durch die Arbeit wahrscheinlich ein bisschen überspielen, weil ich sehr viel arbeite, da habe ich nicht so viel Zeit zum Nachdenken oder was. Mhm. Aber es ist nicht gut, die Situation. Ich würde gerne nochmal auf die Ehe zurückkommen. Mhm. Du hast gerade gesagt, das ist so wie ein Zweckbündnis. Wir wohnen da im Haus zusammen und haben unseren Alltag, sehen uns aber eigentlich gar nicht so oft. Nein. Funktioniert denn wenigstens diese Zweckgemeinschaft? Oder gibt es da auch Streit und Spannungen und sowas? Ja, es gibt schon Spannungen. Es geht hauptsächlich immer ums Gleiche, um Geld eben, weil er ist sehr dominant und mit Geld. Er hat jetzt ein Haus, wir haben ein Haus, das haben wir zusammen abgezahlt, da war ich ja nur einverstanden. Mhm. Aber vor einigen Jahren noch eine Wohnung gekauft, aber da helfe ich jetzt nicht mehr mit abzahlen, weil ich das nicht einsehe. Hast du den Eindruck, dass er eventuell auch eine Freundin nebenher hat, eine Beziehung? Jetzt nicht mehr, aber er hat schon mal was gehabt, glaube ich schon. Und das war eigentlich auch der Anfang da von der ganzen. Das ist schon lange her, da war unser Sohn 14 und da hat er sehr darunter gelitten und darum habe ich mich damals entschieden, ich bleib dort. Weißt du, Gabi, du hast gesagt, der Sohn ist jetzt schon über 30, ne? Ja, ja. Aber während du das jetzt alles so erzählt hast und auch noch erzählst, kann ich nicht verstehen, dass du dieses Verhältnis und diesen Lügenknoten, in dem du da lebst, dass du den nicht aufmachst. Im Klartext, ich kann nicht verstehen, dass du dich nicht von deinem Mann trennst. Das wäre doch für dich ein viel schöneres und ein viel befreiteres Leben und auch ein ehrlicheres Leben. Du könntest mit deinem Geliebten zusammen sein, mit deinem Freund. Du hättest nicht deinen Mann im Nacken, mit dem sowieso alles nicht mehr funktioniert. Und nur aus Rücksicht zum Beispiel auf den 30-jährigen Sohn? Auch das Umfeld in dem Ort und meine Mutter. Und es gibt halt so viele Sachen, die würden das nie verstehen oder nie akzeptieren. Naja. Meine Mutter ist aber auch schon ziemlich alt und ist gerade schwer krank. Und wenn ich die mit solchen Dingen dann auch noch... Ach so, da fühlst du eine Verantwortung, dass wenn du deiner schwer kranken Mutter das zumuten würdest jetzt? Die hängt an meinem Mann eben auch. Die können sowas nicht verstehen, weil für sie gibt es sowas nicht, dass man sich irgendwie trennen würde. Oder. Aber es gäbe ja vielleicht auch noch einen anderen Weg. Also ich kann gut verstehen, wenn du deiner schwerkranken Mutter das nicht zumuten möchtest. Wie alt ist deine Mutter? Die ist 81, aber die ist jetzt seit einem Dreivierteljahr im Krankenhaus und da geht es wirklich nicht gut. Ja. Aber dennoch könntest du doch eigentlich irgendwie so eine Übereinkunft finden mit deinem Mann. Dass du erstmal Klartext mit deinem Mann sprichst. Und ihr könnt ja mehr oder weniger nach außen, zumindest für die alte Frau, für die alte kranke Frau. Ja, den Schein wahren. Was die Leute im Dorf oder ich weiß nicht, wo du wohnst, im Ort sagen. Ja, ist ein kleiner Ort. Ja, das ist doch letztendlich völlig wurscht. Weißt du, letztendlich... Ich kenne hier nämlich halt jeder, das ist das Problem, ich bin hier aufgewachsen. Ja, klar, Gabi, aber letztendlich geht es doch um dich und um dein Wohlbefinden. Ich habe schon gedacht, das Ding wieder aufzugeben, aber ich habe das 8 Jahre lang immer wieder aufgegeben und es ging. Diese Beziehung zu dem Mann. Würde ich halt mein Leben so dahin leben. Ja, aber diese Beziehung ist eine schöne Beziehung für dich und eigentlich so. Das tut mir gut, natürlich. Ja, dann darfst du das auch nicht aufgeben. Möchte ich eigentlich nicht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man da in so einer Zwangssituation ist, dass man an die Leute denkt und an die Familie. Aber in erster Linie geht es darum, dass du für dich gut und klar und auch natürlich letztendlich ehrlich lebst. Ja, sicher. Denn die Rücksicht auf die Mutter zu nehmen, kann ich gut verstehen. Das solltest du auch tun. Ja, das möchte ich auch. Aber du brauchst keine Rücksicht zum Beispiel auf deinen Sohn zu nehmen.
Er ist alt genug, nochmal. Ja, wirklich, er ist alt genug. Und wenn du ganz klar mit ihm redest und sagst, pass auf, es ist so und so und so, hoffe ich doch sehr, dass er das verstehen wird. Sehr hoffe ich das. Auch damals mit 14, okay, da war es was anderes, aber die Zeit ist schon ja erwachsen. Genau. Und die Leute im Ort und so, pfeif drauf. Ja, es geht um dein Leben, es geht um dein Wohlbefinden. Und wenn du sagst, ich habe 8 Jahre geschwiegen und rufe jetzt sogar hier eine öffentlichen Sendung an, das zeigt mir ja schon, dass da ein großer Druck ist und ein großer Leidensdruck auch ist. Also sollte da schon etwas passieren. Ich löse halt immer das Problem, indem ich was trinke. Das sollte man nicht machen, aber ab und zu brauche ich das. Dann geht mir wieder besser. Dass du was trinkst, ich habe es nicht verstanden. Ja, natürlich, ab und zu. Ich bin kein Alkoholiker. Ja, aber das ist doch schon ein Signal, eine Gefahr. Ja, natürlich, ne? Das ist. Und das will ich ja nicht, dass es so weitergeht. So, das machst du auch nur, weil du dich in einer solchen Zwickmühle empfindest. Ja, das ist Konfliktsituation. Genau, klar. Ganz genau. Was meinst du denn, wie dein Ehemann darauf reagieren würde, wenn du sagst, ich möchte eigentlich, dass wir uns trennen, dass wir eigentlich keine Ehe mehr führen? Ja, da würde er mich rausschmeißen, sofort. Er ist sehr dominant. Wäre das denn möglich? Ich habe immer den Kürzeren gezogen, die ganzen Jahre. Hat er dich früher auch mal geschlagen? Nein, das nicht, aber... Mhm. Wäre er denn so weit zu bewegen, dass er zumindest den Schein aufrechterhält, deiner kranken Mutter gegenüber? Oh, das weiß ich nicht. Wenn der wütend wäre, weiß ich nicht. Wie schwer ist er denn... Er kann jetzt noch nicht warten, kann er schon. Er hat mich noch nie geschlagen, aber er hat schon Sachen zu trümmern. Früher, also wenn irgendwas so nicht ging, wie er das sich vorstellt. Gabi, und ich habe halt immer um des Friedens willen immer nachgegeben, aber ich kann das nicht mehr. Jetzt ist das maßvoll, ne? Ja, ich kann einfach nicht mehr. Irgendwann kann man nicht mehr runterschlucken. Nein, ich habe immer nur alles so gemacht, wie er es wollte. Irgendwann muss man Nein sagen. Ja. Ja, genau. Sehe ich gut, auch so. Vielleicht ist ja aus diesem Grund diese Beziehung entstanden. Ich weiß es nicht, ob das, wenn die Ehe normal funktioniert, glaube ich nicht. Nein, natürlich nicht. Nein. Ich bin nämlich normal der Letzte, wo ich habe da auch mit dieser Beziehung auch lang nicht geschlafen. Da war ich einfach, das konnte ich nicht. Gabi, die einzigen Gedanken, die ich mir im Moment immer zu mache, während unseres Gesprächs, ist deine alte Mama. Ja, dass die verschont wird, wenn das für sie so schlimm ist. Das möchte ich nicht. So, und ich möchte dich bitten, letztendlich nur darauf Rücksicht zu nehmen, auf deine Mutter, wie du das jetzt löst. Aber letztendlich, perspektivisch und etwas ferner auch, musst du raus aus diesem Ding, aus dieser Beziehung. Muss ich an mich denken. Du musst an dich denken. Du hast so viele Jahre runtergeschluckt, wie du es gerade schon gesagt hast. Und in der Arbeit ist das Gleiche, da habe ich halt auch nur Druck und bin belastet von morgen. Weißt du, und du sagst, dass du da in einem kleinen Ort wohnst und aufgewachsen bist und so. Ja. Wenn der Druck von den anderen so groß wird, dass die dich wirklich zu sehr anmachen auf der Straße oder schlecht über dich reden. Dann halt von dem Ort. Dann geh weg. Ja, dann ist das eben ein ganz neuer Einschnitt in deinem Leben. Und eine ganz neue Phase. Muss ich wirklich alles ändern, das ist schon klar. Ja. Doch. Liebe Gabi, du bist erst 55. Du hast jetzt nochmal eine Chance, wirklich nochmal neu anzufangen. Ja, schon alt natürlich. Ja, nee, so alt auch noch nicht. Vielleicht noch nicht zu alt. Nein, so alt auch noch nicht. Ich wünsche dir alles, alles Gute und alles Liebe, dass du das schaffst. Ja, danke. Und mach es. Doch, ich muss was tun, weil so kann ich nicht weitermachen. Das sehe ich auch so, ja. Alles Gute. Ich kaputt, ja, danke schön. Tschüss, Gabi. Ja, tschüss, Domian. So, meine Lieben, ein wenig Post möchte ich euch vorlesen, die wir bekommen haben. E-Mails, Faxe, Briefe und so weiter. Markus aus Halberstadt schreibt, hi Domian, schön, dass du jetzt an einem Tag in der Woche früher auf dem Bildschirm bist. Ich bin 23 Jahre alt, verfolge deine Show nun schon fast 2 Jahre und würde eine Sache sehr gerne von dir wissen. Ist Domian dein richtiger Name? Oder ist das dein Künstlername? Nee, das ist natürlich mein richtiger Name. Und ich käme mir auch ziemlich blöd vor, wenn ich so eine Sendung hier machen würde mit einem Künstlername. Nee, das ist der richtige und der echte Name. Sonja, 29 Jahre alt, aus Berlin schreibt, hallo Domian, ich habe dich neulich im ZDF bei Kerner gesehen. Und mit dir zusammen war ja Till Schweiger und seine Frau zu Gast in der Sendung. Ich würde gerne von dir wissen, ob die Frau von Till Schweiger real auch so toll aussah und so eine tolle Ausstrahlung hatte wie im Fernsehen. Absolut, absolut, Sonja. Es war wirklich oder ist wirklich eine sehr, sehr attraktive Frau. Ich fand sie real noch attraktiver als im Fernsehen. Und eine Frau von sehr, sehr sympathischer Ausstrahlung.
Herrn Hildegard aus Dortmund. Lieber Jürgen Domian, in Ihren Sendungen der letzten Zeit tauchten immer wieder mal übersinnliche und paranormale Geschichten und Themen auf. Ich bin selbst Naturwissenschaftlerin und habe sowas bis vor einem Jahr überhaupt nicht geglaubt. Habe über Spukgeschichten, Geister, Engel etc. nur müde gelächelt. Im Frühjahr 2002 aber passierte mir Folgendes. Ich saß an einem milden Abend auf meinem Balkon, da hörte ich in meiner Wohnung, genauer gesagt im Gästezimmer, eine Männerstimme, obwohl ich ganz allein in der Wohnung war. Ich stand auf, ging durch mein Wohnzimmer ins Gästezimmer. Ich sah zunächst nichts, aber es roch sehr stark nach Pfeifenrauch, obwohl seit Jahren in diesem Raum und auch in meiner Wohnung nicht mehr geraucht wurde. Und dann bemerkte ich, dass das gerahmte Foto meines Patenonkels von der Wand gefallen war. Ich maß den Vorkommnissen zunächst keine Bedeutung zu, obwohl sie mich irritierten. Aber am nächsten Tag erfuhr ich, dass mein Onkel, der Pfeifenraucher war, genau zu dem Zeitpunkt, als die Männerstimme bei mir zu hören war, plötzlich, das heißt unerwartet, in Australien verstorben war. Seitdem denke ich über solche Sachen anders, kann sie mir nicht erklären, aber ich halte sie für möglich und glaube deinen Anrufern. So, und dann noch ein Fax von 5 Jungs. Ja, Jungs sind es. Hi Domian, wir sind 5 Fans von dir, gucken und hören fast jede Nacht. Wir sind Zivildienstleistende, Zivis, und finden euren Telefontalk absolut spitze. Wir würden gerne ein bisschen Talkshow mit dir machen, Domian, und haben ein paar Fragen zusammengestellt. Wäre cool, wenn du sie in deiner Sendung beantworten könntest. Das mache ich doch glatt. Erste Frage, was ist deine Lieblingssendung im TV? Meine Lieblingssendung im TV ist die Harald-Schmidt-Show. Zweite Frage, hast du schon mal in einer WG gelebt? Absolut nicht, nein. Ich bin viel zu sehr ein Eigenbrödler und das wäre nichts für mich. Nein, niemals in einer WG gelebt und werde das wohl auch niemals tun. Dritte Frage, der Irakkrieg ist vorbei. Du hast sehr heftig Kritik immer wieder an der amerikanischen Regierung geübt. Denkst du jetzt anders? Nein, ich denke überhaupt nicht anders. Und für mich ist die amerikanische Politik nach wie vor nationalistisch und egozentrisch. Vierte Frage, das ist eine tolle Frage. Das ist wirklich eine tolle Frage. Gibt es einen Prominenten, den du heute anders beurteilst als vielleicht früher? Es gibt in der Tat einen Prominenten, den ich völlig anders beurteile als früher. Und zwar den Papst. Ich habe sehr viel und sehr oft und sehr viele kritische Sachen früher über den Papst gesagt, aber ich denke jetzt anders und habe großen und hohen Respekt vor diesem alten Mann. Nämlich Respekt vor seiner vor seinem Friedenswillen und seinem Friedensengagement. Man hat es bei der Osterandacht mitbekommen, man hat es mitbekommen jetzt bei seinem Besuch in Spanien. Und man spürt so richtig, dass es ein großes Anliegen für ihn ist, dass es keinen Krieg auf der Welt gibt und dass er das wirklich will. Also da habe ich mein Denken sehr verändert und habe großen Respekt. So, und fünfte Frage. Würdest du gerne mal Madonna kennenlernen? Nein, Madonna möchte ich nicht kennenlernen, eher nicht so. Aber ich würde gerne kennenlernen mal Robbie Williams. So, soweit die Post. Jetzt geht's weiter mit meinem nächsten Anrufer. Und der nächste Anrufer heißt Jörg, 38 Jahre. Guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen. Hallo Jörg. Hallo, Domian. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, vor einigen Wochen, inzwischen sind es schon Monate, hat jemand mal bei dir angerufen, der sagte, er ist Wettlucker und also geht gerne mit Klamotten baden. Halt, das musst du deutlich ausdrücken. Das kennen so viele Leute nicht. Der ist Wettlucker. Also Wettluck, ja? Zusammengesetzt aus Wett, also nass, feucht und Look aussehen oder. Ja. Und das bedeutet unter anderem, es gibt mehrere Bedeutungen, aber in dem Sinne, wie ich es meine, heißt es, dass man also gerne voll angezogen mit Hose, mit T-Shirt oder Pulli, was auch immer, ja, baden geht. So baden geht, also in die Wanne geht oder in irgendwo in einem See badet und so weiter. Im Badesee, ja, in der Wanne ist es nicht so toll, aber meistens draußen. Ne? Und du bist also auch so ein Wettlucker? Ja, ich bin einer von vielen. Also laut im Internet gibt es da einige Tausende von. Ja. Also es gibt diverse Seiten mit Foren und so weiter. Und ich muss ja gestehen, dass ich das auch noch gar nicht so ganz lange weiß, dass es Menschen gibt, die das gerne tun und offensichtlich, wie du sagst, sehr viele Menschen gibt, die das machen. Ja, also ich selbst mache es oder tue es seit meiner frühen Jugend, sag ich mal, so 12, 13, 14, so in die Dreh kann ich mich erinnern, dass es da auf jeden Fall schon war. Wie es jetzt genau angefangen hat, wann das erste Mal war,
Weiß ich nicht. Wir müssen mal, glaube ich, den Hintergrund ein bisschen erklären. Für die Leute, die das noch nie so gehört haben, die denken jetzt, da gehen Menschen mit Klamotten in die Badewanne oder in einen See. Was haben die denn davon? Warum machen die das denn? Erzähl's mal von dir. Also ich finde, es gibt wohl auch unterschiedliche. Es gibt welche, die springen gleich rein. Es gibt welche, wozu ich gehöre, die sehr langsam reingehen, das genießen, wenn das Wasser hochsteigt, sage ich mal. Mhm. Und ich genieße es auch und ich liebe es, diesen nassen Stoff zu spüren an mir. Ist es denn so, dass du beispielsweise nur sowas anhast, was ich hier jetzt gerade anhabe? Oder kann es auch passieren, dass du mit Anorak und Stiefeln ins Wasser gehst? Nein, das gibt es zwar auch laut Internet, was ich da gelesen und gehört habe, aber ich selber habe eigentlich fast immer nur Jeans, T-Shirt an. Das ist so das eigentlich. Es gibt auch welche Business-Klamotten jetzt richtig mit Anzug und mit, wie du jetzt sagst, Anorak, Stiefel. Also alles eigentlich, aber ich selber bin mehr für das Einfachen. Ich gehe mal davon aus, dass du das nur im Sommer machst oder machst du das auch im Winter draußen? Also im Winter draußen nicht. Im Winter muss ich dann auf die Badewanne zur Dusche zurückgreifen. Jetzt haben wir immer noch nicht erklärt, warum du das machst. Ja, also wie gesagt, mir gefällt dieses Gefühl. Also ich liebe es, ich liebe diese nassen Klamotten auf der Haut. Also ja, aber ich will auf was anderes hinaus, was ich jetzt gelernt habe mit den Gesprächen mit den anderen. Das hat ja immer was Sexuelles auch, ne? Es gibt auch was Sexuelles dabei, obwohl das, was mich betrifft, eigentlich mehr aktuell ist, wenn es Frauen machen, also wenn ich Frauen dabei sehe. Ach so. Das heißt also, wenn du es bei dir machst, erotisiert dich das selbst bei dir überhaupt gar nicht oder wenig? Wenig, ja. Also überhaupt gar nicht will ich jetzt nicht sagen, aber wenig auf jeden Fall. Also es ist nicht so, dass ich dadurch jetzt speziell erregt werde oder vielleicht zum Orgasmus komme oder mich danach befriedige oder so. Ist wenig und wenig ist oder nichts. Ja, was bedeutet denn dieses wenig? Es ist schon eine Art Lust, sage ich mal. Dann. Ja. Also auch sexuell gesehen, aber es ist jetzt nicht der Hauptgrund, warum ich das mache. Der Hauptgrund ist, wie gesagt, dann ist mir das ganze Feeling drumherum, also die nassen Klamotten gefällt. Ne? Also auch wenn ich dann aus dem Wasser rauskomme zum Beispiel, ich behalte das dann an, also wenn das Wetter das erlaubt, die Temperatur das erlaubt und genieße das dann auch noch, bis es dann von selber quasi durchs Abtropfen, durch die Sonne oder wie auch immer dann trocken wird. Ne? Also das finde ich jetzt interessant, das wusste ich nur nicht, dass man das auch so macht, ohne einen großartigen, sage ich mal, sexuellen Hintergrund. Du findest es aber interessant, wenn Frauen das machen. Wenn du zusiehst, wie Frauen mit Klamotten ins Wasser gehen. Ja, das ist also auch schon sehr lange. Also es gibt ja diverse Filme, also jetzt normale Spielfilme, sage ich mal, wo das passiert, wo man von ins Wasser fällt oder wie auch immer. Also das erregt mich dann schon eher, dass also auch schon seit der Zeit, wo ich eben schon mal drauf zu sprechen kam, so 12, 13, 14 oder so, dass dann bei Filmen, wo das dann vorkommt, das ist dann schon eher, ja. Wie oft kommt das vor, dass du es machst, dass du es praktizierst? Also im Sommer kommt es darauf an, wie warm es ist. Also je heißer es ist, desto öfter, sage ich mal. Mhm. Und es hat wohl dann auch so ein bisschen kühlenden Effekt dabei. Mhm. Der spielt dann auch noch eine Rolle mit. Also es kann sein, 2-3 Mal die Woche. Es kann aber auch sein, eine Woche gar nicht. Also es hängt dann auch, wie gesagt, von wie ich Zeit habe oder auch manchmal, ich habe also hier in der Nähe bei mir so einen See ausgekundschaftet, sage ich mal, der abends so ab 8, 9 ziemlich ruhig ist. Ja. Vielleicht noch ein paar Angler irgendwo im Gebüsch stehen, die mich dann auch nicht weiter stören. Mhm. Und wenn ich jetzt da also hinfahre, das ist also ungefähr 20 Kilometer weg von hier, von meinem Ort, dann war es also schon so, dass da manchmal Feuerwehr vielleicht da irgendein Fest hatte, was ich vorher nicht wusste oder so, dass mich das dann quasi davon abgebracht hat. Ne? Also das ist schon eigentlich wollte, aber nicht konnte. Das ist schon so eine Sache, die du für dich so ganz alleine praktizierst und für dich alleine auch genießt. Praktizieren ja, genießen. Also ich würde sicherlich mehr genießen, sage ich mal, wenn ich jemanden kennen würde. Ja. Bist du in einer Partnerschaft im Moment? Im Moment nicht, nein, seit letztem Jahr nicht mehr. Aber du warst es längere Zeit mal? Ich war für knapp 5 Jahre. Hat deine Frau, deine Freundin das mitbekommen? Wusste die, dass du das gerne machst, sowas? Also ich habe es am Anfang nicht erzählt, ganz lange nicht erzählt. Ich habe es dann irgendwann, so nach 3 Jahren oder also ziemlich lange, mal gestanden. Und sie fand das zwar etwas komisch und kannte das auch nicht. Hat es dann mir zuliebe aber auch mal in der Badewanne mitgemacht. Ach so, aber ist nicht mit in den See gekommen? In See nicht, nein, so weit hatte ich sie noch nicht. Also sie hat Angst vor tiefem Wasser, also wenn sie den nicht sehen kann, was von unten kommt. Sie hat wohl zu viel Wasserhai oder sowas gesehen, keine Ahnung. Aber das, Jörg, muss doch dann dein Schönstes gewesen sein, wenn deine Frau mit den Klamotten dann auch mit dir in der Badewanne saß oder sie alleine drin saß. Das war schön, das war aber auch, weil es das erste Mal war, dass überhaupt eine Frau das also mit mir gemacht hat. Mhm. Dermaßen ungewohnt, dermaßen aufregend in dem Moment für mich. Ja. Dass,
von dem Schön, was du jetzt meinst, wahrscheinlich nicht allzu viel rübergekommen ist. Ach so. Die Aufregung das übersteigert hat. Wenn es öfter passiert wäre, irgendwann sicherlich wäre es also, schön geworden. Es ist also bei einmal geblieben und ich glaube auch nicht, dass sie dann unbedingt die große Freude dran hatte. Also wäre für dich schon eine tolle Sache, wenn du eine Partnerin finden würdest, die das zumindest in einer gewissen Weise auch teilt. Das auf jeden Fall, ja. Ja. Obwohl das nicht unbedingt heißt, dass ich jetzt, wenn ich Partnerin suchen würde oder jemanden kennenlernen würde, der in Frage käme, sag ich mal jetzt, unbedingt Wert drauf lege, du musst aber mit mir ins Wasser kommen, sonst wird da nichts draus. Oder so. Das habe ich schon so verstanden, dass das nicht so zentral bei dir ist. Es, genau. Es ist so eine nette Nebenwelt oder so ein das nettes Nebenhobby, sage ich mal, oder eine nette Nebenleidenschaft, ne? So kann man es vielleicht sagen. Ich hatte mal einen Kumpel, also der ist weggezogen leider, so um die 100 Kilometer und den habe ich seitdem auch nicht wieder gesehen, der auch also von einer anderen Richtung her gesehen zu diesem Teich genau die gleiche Entfernung hatte wie ich und wir haben uns da also auch öfter getroffen, haben uns also im Internet kennengelernt auf einer Seite. Ach so, dann seid ihr gemeinsam in den Teich gegangen? Wir sind dann gemeinsam baden gegangen, ja. Er hatte dazu noch, weil es gibt auch Leute, die dann in Matsch gehen. Ja, es gibt. Also ja. Die heißen dann wahrscheinlich Muddies oder so, also ja, vom Englischen. Und das war so auch ein bisschen seine Richtung. Das ist noch nicht das, was mich da anmacht irgendwie. Also wir sind vorhin zusammen baden gegangen. Er hat sich danach noch irgendwie, wenn es gegeben war, hat er sich dann noch irgendwo im Matsch gedreht oder so und hat sich dann wieder im Teich wieder sauber gemacht. Dagegen bist du ja stinknormal, ne? Also ich würde eigentlich, also ich bilde mir ein, ich bin ziemlich tolerant und ich glaube, dass ich so ziemlich alles, was andere nicht schädigt, sag ich mal, jetzt Gewalt gegen andere oder... Klar. Oder also, wie auch immer, dass ich das toleriere, wenn mir einer sagt, ich mache das und das, nein, und er daran Spaß hat, ist es in Ordnung. Genau, ich finde immer, die Grundmaxime, auch bei seltsamen sexuellen Affinitäten, muss sein, dass man sich selbst nicht schadet, dass man dem eigenen Leben nicht schadet und natürlich, dass man anderen Leuten nicht schadet. Und dann ist es völlig in Ordnung. Eben. Ja. Also auch gegen Gesetze oder was weiß ich, was da noch so natürlich, eine Rolle ja, spielt, ja. Klar. Aber es ist trotzdem so, obwohl es nicht verboten ist, meines Wissens nach, und obwohl... ich eigentlich sagen könnte, wie man so schön sagt, ich fäll mir ein Ei drauf, was die Leute dazu sagen, ist es doch so, dass ich in der Öffentlichkeit das zumindest nicht machen würde. Mhm. Also jetzt jetzt bei dem Wetter im Moment gerade irgendwo mittags um 12 zum Badesee fahren und ja, da jetzt okay, sagen, muss ja vielleicht auch nicht sein. Aber immerhin hast du in der Öffentlichkeit drüber gesprochen jetzt. Ja, das ist wahr. Weißt du was, ich wünsche dir eine Partnerin, du bist ja Solo im Moment, wie du gerade erzählt hast, die so ein bisschen Spaß auch daran hat, umso mehr Spaß hast du dann auch daran. Alles Gute von Herzen. Richtig. Alles klar, schönen Dank. Tschüss. Okay, danke, ciao. So, meine Lieben, ich sage euch nochmal unsere Faxnummer. Das ist 0800 220 5051 oder mailen könnt ihr ja auch, das ist eingeblendet. Und dann schreibt bitte auch eure Telefonnummer drauf, damit wir euch dann gegebenenfalls zurückrufen können. Jetzt geht's weiter mit Oliver, 37 Jahre alt. Hallo Oliver. Ja, hallo Domian. Hallo Oliver. Dein Thema? Mein Thema ist das große Tabuthema Sex mit oder unter Behinderten. Ah ja. Bist du behindert? Ich bin selber auch behindert, ja. Ich ja. bin querschnittsgelähmt und ab der Brustwasser ab merke ich gar nichts mehr. Bist du von Geburt an querschnittsgelähmt? Nein, ich hatte mit 16, also gerade 16 geworden, einen Arbeitsunfall in der Dachdeckerlehre. Ja. Und jetzt von Brustwarzen an rund ja, ist ja. alles tot. Teils die Arme noch und teils die Finger noch. Ne? Mhm. Ich bin auch taub. Mhm. Aber ansonsten ist alles tot. Mhm. Das ist in der Tat ein Tabuthema noch. Und ich habe, also muss dabei sagen noch, ich habe selber, zu diesem Zeitpunkt war ich noch Jungfrau. Ich weiß also gar nicht im Prinzip, was Sex ist. Ja. Mhm. So, nun bist du 37 Jahre alt. Ja. Weißt du jetzt in einer gewissen Weise, so wie es für dich erlebbar ist, was Sex ist? Ich habe mir selber beigebracht. Du hast es dir selbst beigebracht? Ja. Wie hast du es dir beigebracht? Und zwar habe ich mir also Filme angeschafft, Pornos. Ja. Und hab mir die angeschaut und hab versucht zu überlegen, was empfinden die Leute dabei. Mhm. Ob es nur Sadomaso ist mit Auspeitschen, ob es nur mit Tieren ist, egal. Mhm. Also wir müssen das, ich muss dich jetzt ganz, ganz indiskret fragen, aber das ist ja auch in Ordnung bei dem ja, Thema. Das heißt, wenn du dir einen Pornofilm anguckst oder irgendetwas Erregendes siehst im Fernsehen oder wie auch immer, hast du keine Erektion. Ich empfinde auch da nichts. Auch wenn du anfasst, ist es gar nichts. Aber es gibt doch wahrscheinlich dann doch eine, ich sag mal, ein sexuelles Interesse im Kopf. Mental. Genau das ist es. Mhm. Bei mir findet der Orgasmus im Kopf statt. Mhm. Ich brauche nur ein Bild. Ja. Das reicht mir schon. Also erzähl mal weiter. Du hast dir dann so diverse Sachen angeschaut auf ja? Filmen. Ja. Und wie hast du dich dann entdeckt? Wie ging das? Ich sag mal so, ich bin zu allem aufgeschlossen. Ja, was heißt das im Klartext? Also, ich habe vor ein paar Jahren mit einer Frau zusammengelebt. Mhm. War sexuell also sehr aktiv. Und das war nachher so, also ich habe sie da mit den Fingern befriedigt. Die Frau war nicht behindert. Die war nicht behindert, nein.
Und ich war auch sehr zufrieden immer. Mhm. Nur ich konnte mir nichts darunter vorstellen. Mhm. Dass es nachher so war, dass ich im Prinzip dabei Fernsehen geschaut habe. Während ihr das gemacht habt. Ja. Hört sich jetzt doof, aber es ist wirklich so. Ja, aber das bedeutet doch, dass dann habe ich aber, ja, aber dann kam das. Dann habe ich die nochmal angeschaut und habe gesehen, dass ihr Gesicht am Schwitzen war. Hochrot und etc. Ne? Ja, und so weiter. Und das hat mich dann erregt. Nicht, dass ich meine Finger unten drin hatte. Das hat dich erregt. Das hat mich dann erregt. Und dann habe ich mir selber im Kopf eine Geschichte zusammengestellt. Ja. Und dann hat er irgendwann ein Glücksgefühl gegeben. Ja. Dann macht es Boom. Das ist natürlich jetzt sehr schwer für uns, die wir nicht behindert sind, uns das so vorzustellen, wie man, wie das rein mental nur abläuft. Ja. Es ist sehr schwer, aber du hast es ja jetzt ein bisschen versucht zu erklären. Aber ich nehme an, du hast auch schon Sex gehabt. Bei dir findet der Orgasmus auch im Kopf statt. Und das ist im Prinzip nur Abfall. Ja, er findet im Kopf statt, aber er findet eben auch organisch statt. Ne? Organisch schon, aber das Gefühl, das ist im Kopf. Du würdest sogar sagen, dass du im Kopf einen Orgasmus hast. Ja. Einen Höhepunkt im Kopf hast. Ein Höhepunkt, genau. Mhm. Mhm. Ja, kann man sich so, ich kann mir das nicht so vorstellen. Aber so wie ich es selber beigebracht habe. Ja. Der wird mit Sicherheit anders sein als wie ein normaler Mensch jetzt. Ja. Aber ich habe ihn. So, nun hattest du damals dann die Partnerin, mit der du zusammen warst. Wie ist es im Moment mit sexuellen Erfahrungen? Also da ist es auseinandergegangen. Mhm. Und weil die sexuell also zu, also da in die Richtung war, ne? Was war sie? Die war zu aktiv. Zu aktiv, ach so. Da kamst du nicht mehr mit dem Orgasmus im Kopf oder so. Nee. Ja. Aber das war. Aber jetzt geht mir aber hauptsächlich darum. Es gibt ja auch Querschnittsgelähmte, Spastiker, egal welche Behinderung. Mhm. Die haben den Unfall erst mit 20, 30, 40 gehabt. Die waren also sexuell schon orientiert. Mhm. Ja? Ja, ich verstehe das schon. Das der eine ist vielleicht in die Sadomaso-Richtung gegangen, der andere dahin, der andere dahin. Das heißt, du musstest das in dieser Gesellschaft nicht noch weiterhin ausleben, auch im Rollstuhl oder als Spastiker. Ja. Warum? Ich verstehe schon, dass du das letztendlich alles für dich theoretisch letztendlich erkunden musstest. Ja, klar. Mhm. Würde dich aber gerne auch noch praktisch was fragen. Also, wenn diese Erregung im Kopf stattfindet, und du sagst, das endet dann letztendlich auch mit einem mentalen Orgasmus. Genau. Du berührst deinen Körper gar nicht dabei. Nein. Weil es völlig springt sinnlos nicht. Wäre, weil... Es bringt ja gar nichts. Es tut sich gar nichts. Nein. Mhm. Hast du der Frau, deiner Partnerin, von der du gerade gesprochen hast, hast du dir das so vermitteln können? Hat die das auch geglaubt oder war das für die... nach deiner Einschätzung dann doch nicht so befriedigend? Ja, sie hat geglaubt, aber auch nicht ganz verstanden. So. Mhm. Sie konnte das nachvollziehen. Ja. So, aber jetzt ist ja noch ein anderes Grund. Umsetzen konnte sie es nicht. Bitte? Umsetzen konnte sie es nicht. Mhm. Wieso, weshalb, warum? Weil jeder Mann steht ja normal da drauf. So, jetzt ist ja auch noch ein anderes Problem bei Behinderten und dem Thema Sexualität. Es ist ja auch nicht so leicht herzustellen, so eine sexuelle Situation. Wie machst du das? Wie gehst du auf Gehen? Du kannst nicht gehen, aber ich sag's mal so bildlich. Wie gehst du auf Suche nach Frauen? Gar nicht. Ich lasse die Frauen zu mir kommen. So, du Pascha. Du Pascha. Nein, die kommen von selber. Ja, nur gut, aber du musst ja sagen, die müssen ja erstmal wissen, dass du da bist. Nein, das sind meist aus dem Bekanntenkreis. So. Wenn da Eheprobleme sind, sexuelle Probleme, die kommen zu mir und sprechen mit mir darüber. Und es gibt dann auch hin und wieder sexuelle Handlungen? Nein, die gibt es nicht. Ach, siehst du. Das ist tabu, das ist tabu. Ne? Das meinte ich doch jetzt. Also ich meine jetzt, wie findest du Frauen, mit denen du letztendlich dann auch sexuelle Handlungen vollziehen kannst? Ist doch ein Problem, ne? Oder? Ist ein Problem. Also ich würde mal behaupten, ich kann keine Frau richtig lieben. Warum? Also bei Sexualität jetzt. Da ist das für mich nur im Prinzip Arbeit. Ich befriedige die Frau, also kommt nichts zurück. Ach so. Ich kann dich, also einen Mann könnte ich befriedigen. Mhm. Einen runterholen oder sonst irgendwas. Mhm. Aber er kann mir nichts geben. Aber das heißt, dass du gar nicht so wild darauf bist, mit einer Partnerin, also mit einem Menschen, mit einem Gegenüber, Sex zu leben, weil du dann zu aktiv sein musst. Du hast es lieber für dich alleine so im Kopf? Ja, genau. Also, naja. Ja gut, da bist du aber jetzt in besonderer Weise gestrickt, glaube ich. Da muss dabei sein. Da bist du eine Ausnahme, ja, glaube ich auch. Ja, glaube ich auch, ja. So, aber was ist mit den Leuten, die später den Unfall hatten, die schon sexuell orientiert waren, ob sie nur schwul sind, lesbisch sind oder sonst was? Da gibt es keine Anlaufstellen, da gibt es gar nichts. Mhm. Ist aber ein Tabuthema, es gibt keine Kontaktzeitschriften. Es gibt für alles Kontaktzeitschriften. Ja.
Ich bin froh, dass du angerufen hast und wir über dieses Thema, was wirklich ein Tabuthema ist und was für viele Behinderte ein Problem darstellt, haben reden können. Und ich rede auch gerne immer wieder. Ich finde es nur schlimm, Domian. Man redet über pädophile Filme. Man redet über Tierpornos. Das ist alles normal. In Anführungszeichen. Nein, das ist nicht normal. Nein, das ist nicht normal. Aber es wird öffentlich drüber gesprochen. Gut, aber wir haben ja die Chance genutzt, jetzt hier auch in der Sendung darüber zu reden. Und das ist ja schon mal auch ein kleiner Beitrag dazu, das vielleicht ein bisschen zu normalisieren. Einverstanden? Ja, ich hätte auch noch einen kleinen Aufruf. Ja, dann ruf mal auf. Wenn noch Behinderte irgendwie Interesse haben, könnt ihr bitte mein Telefonnummer weiterleiten, die eventuell die Interesse haben, das wie ich auch, irgendwie mal eine Zeitschrift zu erstellen für Behinderte, aber auch für normale, also in Anführungszeichen normale Leute. Ja. Okay, gehen wir weiter, kein Problem. Oliver, alles Gute. Ich danke dir. Tschüss. Okay, tschüss. Carina, 21 Jahre alt, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Carina. Und zwar geht es darum, ich bin seit 3,5 Jahren total verliebt in einen Mann, den kenne ich schon seit meiner Kindheit. Und ich habe aber nur rein sexuelle Basis mit dem aufgebaut. Also von seiner Seite aus kommt das also, halt nur... Du bist richtig verknallt. Genau. Für dich ist es die große Liebe, letztendlich. Ja. Aber der Knabe will nur Sex von dir. Genau. Warum will er das? Ist er das in einer Beziehung? Nein, er ist in keiner Beziehung. Er hatte mal eine Freundin, die hat ihn aber betrogen. Also mit der war 2 Monate oder so zusammen. So, und vorher hatte er auch lange Zeit keine Freundin. Und jetzt weiß ich auch nicht. Er sagt zu mir, also er hat mir damals mal gesagt, dass er seine Freiheit halt liebt und keine feste Freundin haben möchte. Ist er in deinem Alter? Er ist 27. 27. Ja. Definitiv sagt er, dass er in dich nicht verliebt ist. Nein, das hat er nicht gesagt. Also er hat vor längerer Zeit, also es ist jetzt 2 Jahre her oder so, wo ich nochmal drauf angesprochen habe. Ich weiß nicht, ich kann so mit ihm gar nicht so reden, wenn wir dann... Moment mal. Du hast den vor 2 Jahren darauf angesprochen und seitdem nicht mehr? Nein, ich kann das irgendwie nicht. Der blockt dann voll ab. Also ich habe es mal versucht, aber der blockt dann ab. Wie oft habt ihr denn Sex miteinander? Ja, das ist mal so 2-mal im Monat, mal 3-mal, mal überhaupt nicht. Und also was ist dann meistens dann so, wir gehen in die gleiche Diskothek oder und so und wir wohnen auch im gleichen Dorf. Ja, und dann, wenn wir dann von der Diskothek meistens kommen, dann gehen wir dann zusammen nach Hause. Also wir sind nicht dann immer ganz besoffen oder so. Verstehe ich schon. Genau, meistens auch nicht dann. Und er geht so seine Wege und du weißt gar nicht genau, was er so macht, was da so abläuft. Hört sich nicht gut an, Carina. Ich finde, das hört sich nicht gut an. Wenn das 3,5 Jahre läuft, wäre da längst von seiner Seite auch etwas gekommen und wäre eine Initiative von ihm gekommen, dass ihr wirklich ein Paar werdet und dass sich da etwas Näheres herausentwickelt. Ich würde an deiner Stelle, nachdem du 2 Jahre jetzt hast verstreichen lassen, dass du mit ihm geredet hast, ich würde ihn nochmal klar ansprechen, dass er nochmal ganz klar Stellung bezieht, was denn nun los ist. Und dann würde ich an deiner Stelle auch eine Konsequenz rausziehen. Willst du noch 3,5 Jahre warten? Nee, du bist ja auch geblockiert für jede andere Beziehung. Ja, dann musst du dir letztendlich diesen Jungen aus dem Kopf schlagen. Ich habe ja zwischendurch schon mal versucht, eine Beziehung einzugehen oder so. Das kannst du nicht, weil du den im Kopf hast. Das ist mir völlig klar. Es geht nicht. Also, du musst ihn ansprechen, auch auf die Gefahr hin, dass er dir bittere Sachen sagt, Sachen, die dir nicht so ganz gut gefallen, aber du musst es tun, um für dich Klarheit zu finden und auch dann Konsequenzen zu ziehen, finde ich. Ja, also das Schlimmste ist ja, wenn er wieder weg ist am nächsten Tag oder so, ne? Dann 2 Tage später oder so, dann melde ich immer, wie es ihm geht und was er so macht und so, da kommt gar nichts zurück. Ja, ja. Und ist ja auch ein Zeichen, dass er nicht sehr interessiert ist an dir. Liebe Carina, unsere Sendung ist gleich vorbei. Ich wünsche dir alles Gute für das, was du da machen musst. Und toi, toi, toi. Okay, danke schön, Domian. Ciao. So, meine Lieben, das war unsere erste Sendung zu einer früheren Sendezeit. Schön, dass ihr dabei wart, schön, dass ihr mitgemacht habt. Wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag. Dann wieder zur späten Sendezeit. 1 Uhr Radio 1 live und 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht und eine schöne Nacht und sage tschüss. Ciao.